glaube nicht, dass es einen Anlass gäbe, überhaupt in irgendeiner Form konfrontativ zu sein. Ich glaube, dass man mit jedem politischen Mitbewerber fair umgehen muss. Wir sind zwar die größte Oppositionspartei, dementsprechend obliegt es uns als Oppositionspartei, auch die Regierung zu kritisieren. Aber ich glaube, letztendlich bekommen sie die Probleme in Deutschland gar nicht mehr gelöst, wenn sie nicht lagerübergreifend sich an einen Tisch setzen und mal über Lösungen diskutieren, anstatt dass jeder irgendwie im Sandkasten sitzt und mit seinen Scholfächern irgendwelche Sandburgen baut, so wie das hier auch permanent in den Debatten im Deutschen Bundestag der Fall ist. Man kommt ja so gar nicht mehr weiter. Ich frage auch mich manchmal bei den Debatten, für wen eigentlich diese Reden gemacht sind. Zur Selbstbeweihräucherung, also zur echten Problemlösung, ja wohl offensichtlich nicht. Weil wir haben jetzt seit Monaten Lippenbekenntnisse, uns geht komplett die innere Sicherheit, nur um ein Beispiel zu nennen, neben dem Industriesterben, das eben gerade der Tino Chrupalla beleuchtet hat, uns geht die innere Sicherheit komplett durch die Decke. Und es wird nichts gemacht, es sollen Grenzkontrollen stattfinden, aber de facto haben wir überhaupt gar keine Grenzkontrollen. Hier werden die Leute angelogen und dann irgendwie mit irgendwelchen Sonntagsreden ruhig gestellt, während das ganze Drama auf unseren Straßen, haben Sie ja gestern gesehen, weitergeht und überhaupt gar nichts gemacht wird. Das ist nichts anderes als Wähler- und Bürgerbetrug. Die Leute werden hier knallhart von der Regierung, auch von der Landesregierung angelogen. Es wird doch gar nichts gemacht. Der politische Wille ist nicht da. Um dann nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich glaube, man kann nur zu einer ganzheitlichen Lösung kommen, lagerübergreifend, indem man sich endlich mal unterhält und sich nicht irgendwie mit komischen Brandmauern und Verbotsanträgen überzieht. Das ist überhaupt nicht mehr zielführend. Es ist dramatisch. Die Lage in Deutschland ist dramatisch in allen Politikfeldern, um es mal ganz klar zu sagen. Die Energiepolitik ist nicht mehr tragfähig. Unsere Industrie ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Überall, wo wir einen Wettbewerbsvorteil hatten in den letzten Jahrzehnten, das sind stromintensive Industrien. Denen gehen die Kostenrechnungen komplett durch die Decke. Sie sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Leute sitzen auf der Straße, es werden überall Arbeitsplätze abgebaut. Wir haben offene Grenzen. Wir haben absolut unseriöse Clowns als Entscheidungsträger, die von Wirtschaft und ordnungspolitischer Kompetenz überhaupt gar keine Ahnung haben. Also worüber reden wir hier eigentlich?